herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg, das Quiz Tisch. Heute mit Casey Rimmel. Ja. Und mit Wildcarderin Maxi. Ja. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier mit unserem Tisch sitzen, dann schreibt mal in die Kommentare, warum seid ihr die Auserwählten? Was macht euch so schlau? Habt ihr eine Lieblingsrubrik? Zum Beispiel ist Dennis super gut in Tassenkuchen machen. Alles klar. Jetzt schon mal Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, um uns zu unterstützen. Richtig. Und auch heute geht's wieder um die goldene Tischplatte. Habt ihr Bock, die zu gewinnen? Ja klar, deswegen sind wir hier, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist exklusiver Goldschmuck. Da kann man wirklich viel mitmachen. Casey, hast du dich vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Ich war gestern auf Google unterwegs. Ja, richtig. Machen. Hast du auch Google auswendig gelernt? Ja, Erde ist ein Donut. Alles klar. Los geht's! Wie lautet der Plural von Stachel? Stachel. Welcher deutsche Rapper promotet mit Hafti seine eigene Eistee-Marke? Wer? Ach so, ich dachte mit Hafti. Alter, das habe ich jetzt aber auch gedacht. Dabei. Das ist halt jetzt darfst du natürlich. Guten Appetit. Oh, wow! Ach du Scheiße. Schmeckt nicht? Nee, überhaupt nicht. Maxi, du bist eine tolle Wildcarderin, du hast dich beworben. Was ist dein Lieblingsgebiet, wenn es ums Thema Wissen geht? Okay. Ja. Weiter geht's. Was ist der Oberbegriff von fest, flüssig oder gasförmig? Agrarzustand oder Aggregatzustand? Aggregatzustand. Von welcher Band war Phil Collins Schlagzeuger? Genesis oder die Amigos? Genesis. Wie viel sind 50% von 100 Euro? 50 Euro. Stark. Jetzt kommt's wieder hier. Wie viele Joints bekommst du für 50 Euro, wenn einer 5 Euro kostet? 10. Mit welchem Wahlslogan zog Donald Trump 2016 in den amerikanischen Wahlkampf? Make America Great Again. Aus welchen drei Farben besteht die amerikanische Flagge? Weiß, blau, rot. Ja. Apropos rot und weiß, was ist damit gemeint, wenn man Pommes rot-weiß bestellt? Pommes mit Ketchup und Mayo. In welcher Stadt steht die Zeche Zollverein? Essen oder Stuttgart? Essen. Welches stationäre Hilfsmittel aus Beton, Holz oder Metall ermöglicht es uns, trockenen Fußes einen Fluss zu überqueren? Brücke? Wie lautet der Vorname des 1881 in Spanien geborenen Künstlers Picasso? Picasso. Picasso ist leider falsch. Was ist die Antwort? Pablo! Aha, lol, na klar. Okay. Mensch, Maxi. Dann, trink erst mal. Genau, los. Ja. Oh Gott, so helle. Ja. Hast du mit den originalen Picasso in der Wohnung? Du bist doch reich. Nee, reich leider nicht. So teure Gemälde immer? Leider nicht, aber vielleicht irgendwann als NFT oder so. Kannst du mir jetzt erklären, was sind NFTs? Das weiß kein Mensch ganz genau. Das sind irgendwelche digitalen Kunstwerke, die dann mir gehören, aber ich kann die nicht. Die sind streng limitiert und du hast die dann. Hast du Kapitalanlagen, Maxi? Alles klar. Sind Frösche Amphibien oder Reptilien? Amphibien. Ich bin so schlau. Wie werden die im Wasser lebenden Larven der Frösche genannt? Kaulquappen, ja. Ich hätte Kaviar gesagt. Tja, da kommst du nicht drum rum, den zweiten Shot zu nehmen. Gluck, 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 gluck. Bei mir schon gleich Kotzgefahr. Ist halt echt so, oder? Ich kann ja nur noch einmal verlieren, oder? Ja. Maxi, was machst du, wenn du mal nicht hier bei uns am Tisch sitzt? Ich habe gehört, du tanzt gerne. Ja. Alles klar. Ich habe Ballett getanzt und tanze jetzt noch in der Garde. Also Fasching, Karneval, alles was dazugehört. Und trainiere auch bei uns im Verein Lickern. Kannst du auch auf den Zehenspitzen stehen? Kann ich, mit Spitzenschuhen. Alles klar. Casey, was machst du, wenn du nicht hier bei uns am Tisch sitzt? Du bist Musiker? Ich bin Musiker. Du kennst dich mit Kapitalanlagen aus und NFTs? Ja, so ganz wenig. Ja, bisschen Krypto. Ja. Bisschen von allem. Alles klar. Welcher aus Kopf und Schwänzchen bestehenden menschlichen Zelle sehen Kaulquappen ähnlich? Spermie. Spermium. Es war zu spät, oder? Ich komme jetzt mal auf euch in Frage. Was war es noch in der Zeit? Ich habe Spermie gesagt, das war auch nicht richtig. Spermie ist nicht Spermizid, richtig. Spermie ist falsch. Mhm.
Das hatte dreimal so eklig als sonst. Boah, ja. Sehr gut. In welchen männlichen Organen werden sie gebildet? Im Hodensack. Ja, ist richtig. Mit welchem Wort wird im christlichen Glauben ein Gebet beendet? Amen. In welche Stadt musst du fahren, um auf dem Kuhdamm shoppen zu gehen? Berlin. Wie viele Pins gibt es insgesamt beim Bowling? 12. Wie viel denn? 10. Ich hätte 2 gedacht. Ich krieg die ganze Zeit so billige Fragen. Hä? Bist du Bowling-Spieler? Nö, aber das weiß man das doch, weiß oder? Man eigentlich, ne? Ja, so ein Strike mit 10 Dings. Cash Rebel, wenn man dich nicht kennt, du bist Deutschrapper. Ja. Du bist sehr erfolgreich. Erstmal Klaus dafür. Klaus natürlich. Was ist der größte Preis, den du je gewonnen hast? Also so üblich so Gold- und Platinplatten. Üblich? Ja. Die hat man, aber ich habe letztens so eine nice Platte bekommen. Die habe ich letztes Jahr bekommen. Für 1,5 Milliarden Streams. Boah! Die war eigentlich ganz nice, so, weil da war so aufgelistet, die ganzen Alben und so, das jeder sah Hörer. Schon geil aus. Jeder da habe ich schon so kurzen Dicken bekommen, als ich das ja. gesehen habe. Ja. So geht's mir auch, wenn ich in den Spiegel gucke morgens. Ja. Kennt ihr Dicht und Doof? Boah. Dicht und Doof, kennt ihr die? Ja. Nee. Promille-Pop machen die. Ballermann-Pop, aber auf eine richtig gute Art und Weise. Sind 10 Millionen Streams viel? Für dich wahrscheinlich nicht, aber... Ja, doch, ist schon viel auf jeden ja, Fall. Haben wir ist geschafft. Nicht wenig. Ein Leben nur noch, ein Leben noch. Du hast noch 2. Und du hast alle 3. Ihr müsst ihm ein bisschen die Fragen geben. Ja. Nicht was ist am Ende vom Gebet. Amen. Ihr dürft euch da nicht beeinflussen lassen. Ihr wollt nicht so nicken. Ihr macht die Frage, die ihr vorgesehen. Was erzielt man, wenn man mit einem Wurf alle auf einmal abräumt? The Strike. Was für eine Ausbildung hat Dagi B? Kosmetikerin. Gar keine, oder? Aber nicht abgeschlossen. Boah. Aber Dagi, erstmal viele Grüße an dich. Du hast ein Kind bekommen. Alle gesund geblieben. Riesenapplaus für dich, liebe Dagi. Schön weiter. Hier ist das Nächste. Boah. Aber Benni, möchtest du diesen Shot anzweifeln? Denn sie hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wenn das die Redaktion so sagt, okay. Dann wird es stimmen. Okay. Du hast sie doch auch mal kennengelernt persönlich, oder? Ja, du hast ihr doch stimmt. Du hast doch ihre Karriere quasi maßgeblich in die richtige Richtung geschoben. Naja, das nicht. Aber auf jeden Fall habe ich die beiden miteinander verkuppelt. Eugen ja, und richtig. Dagi haben sich auf dem Bis-zu-Real-Dreh kennengelernt. Ich frage noch einmal, ich frage noch einmal, ich frage noch einmal. Sag, bist du real, sag, bist du real. Du bist allein, ich bin allein. Und wenn wir gehen, sind wir zu zweit. Und du hast sie verkuppelt und du hast dann quasi... Jetzt haben die ein Kind, ja genau. Wir haben das Video in Marrakesch gedreht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihr Kind Marrakesch nennen. Aber ja, das hätte ich... Oder Casey Rebel. Aber auf jeden Fall alles Gute an die beiden. Aber krass, du hast quasi dafür gesorgt, dass ein Kind entsteht. Oder? Ja, oder? Also nicht für du, sondern das wird auch, aber... Jetzt trink. Ich habe besonders eklig. Mein Mund ist immer noch ganz komplett trocken. Warum trinkst du das so komisch? Du hast das Glas komplett in der Mund gestellt. Gewohnheit. Hast du den Tipp, du wohnst in Stuttgart, ist das öffentlich bekannt oder ist das Geheimnis? Nö. Und gibt es da einen schönen Döner, wo man sich den mal reintun kann, der schön knusprig ist, mit diesem Feta-Käse? Ja, es gibt einen richtig, richtig krassen Döner. Der kommt jetzt nach Stuttgart, der heißt Etje. Mhm. Dann gehen wir mal zu dritt hin, oder? Ja, auf jeden Fall, ich lade euch ein. Kommt ihr? Wir kommen. Jetzt aber einen riesen Teller, nur Fleisch. Ich nehme euch beim Wort. Ich will einen überbackenen Riesendöner. Ja, Killer. Okay. Welcher deutsche Popsänger stammt gebürtig aus Erfurt und heißt mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner? Clouseau. Ja! Ach, krass. Mit welchem Künstler neben Capital Bra nahm Clouseau den Song Andere Welt auf? Casey Rebel. Ah! Wie viele M's hat das Wort Mammut? 3. Jetzt komme ich, komm. Wie heißt der Erzfeind der Turtles, den sie gerne mal Schrottfresser nennen? Keine Ahnung. Keine Ahnung! Karl-Heinz. Ja, doch. Und die Karte? Turtles nicht? Doch, Turtles nicht. Redder hab ich gar nicht mehr. Jetzt bist du auf dem gleichen Level wie wir. Du bist das stimmt krass nicht. Vorne, nicht ne? Wie wir. Nein. Oh. Ja, Mann. Habt ihr was zum Nachspülen? So ein Jackie oder so? Guck, ich trinke einmal, weil ich hab's in der Piste. Gleich bin ich dran wieder. Gleich kommt bei mir wieder so eine Frage, irgendwas so mit Atomphysik. Was ist die Quadratwurzel aus 412? Laut wessen Aussage macht das Krokodil Schnapp? Macht das Krokodil Krokodil Schnapp?
Schnappi? Was? Was ist es? Was ist es? Ach, wer das gesagt hat. Du hast in der Piste was rechts gehabt. Oh! Aber das macht doch nicht besser, oder? Für den Film. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt für mich, aber ich habe euch leider enttäuscht. Beim nächsten Mal. Sind Krokodile Amphibien oder Reptilien? Das sind Reptilien. Welcher deutsche TV-Moderator ist durch die Sendung Wer wird Millionär berühmt geworden? Günther Jauch. Fischers Fritze fischt. Frische Fische. Boah! Michael Jackson hatte 3 Kinder. Wie heißt seine Tochter? Nadel. Keine Ahnung. Peggy, oder? Paris. Paris, Peggy. Aber guck mal, Fischers Fritze. Krank. Und ich muss den Stammbaum von Michael Jackson auswendig kennen. Ja, toll. Du hast sie geschmiert. Ach, so viel Geld habe ich gar nicht, um sie zu schmieren. Gib dir schön das Jodsalz, genau. Das war eklig. Aber das war aber gerade wirklich da. Ich krieg da Gänsehaut, wenn ich ihm zugucke. Er hat beim Trinken schon gehustet. Liebe Freunde, ich bin raus. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Okay. Und damit stehen Maxi und ich im großen Finale. Wir beide spielen jetzt. Entweder oder. Dieser Film hat mehr als eine Fortsetzung oder nicht. Der Herr der Ringe, die Gefährten. Korrekt. Titanic. Nicht korrekt. Terminator. Korrekt. Schindlers Liste. Nicht korrekt. Kick-Ass. Korrekt. Nein! Direkt runter. Wappala! Moi guapa! Jetzt Gleichstand, oder? Jetzt ist Gleichstand. Wie kann das nur so abartig sein? Ekelhaft, ne? Apropos abartig. Du hast deinen Kumpel, deinen Freund, auf eine ganz wilde Art und Weise. Damals war Kumpel, jetzt Freund. Und zwar besoffen im Club, oder was steht hier? Besoffen. Ich glaube, einfach Club, oder? Ja, nee, oder eher? Bei einem Kumpel. Bei einem Kumpel? Wir waren beide tierisch Hacke. Und dann habt ihr euch lieben gelernt. Ja. Das war gestern, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, aber gestern. Ist er ein Charmeur? Ja, er ist total romantisch. Mhm. Indem er, wenn ich nach Hause komme, mich dauerhaft erschreckt und mich mit irgendwelchen Pistolen abschießt. Ah, cool. Wart ihr schon mal zusammen baden? Ich finde das immer total das ist total das sperrig. Macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Das Wasser ist draußen. Ja. Das ist nicht so wie im Film. So, ohne Wasser sieht man da so oft. Das ist ganz komisch. Das ist einfach nicht schön. Das ist nicht wie im Film. Nee. Du sitzt doch so gerne auf dem Stöpsel. Das ist doch blöd, dass du nicht gerne baden gehst. Wir müssen ja keinen Meter Wanne haben, was zu machen. Mitgliedstaaten der EU oder nicht? Belgien. Ja. USA. Nicht korrekt. Nein. Trinidad und Tobago. Nicht korrekt. Deutschland. Korrekt. Frankreich. Korrekt. Griechenland. Korrekt. Auenland. Nicht korrekt. China. Nicht korrekt. Italien. Korrekt. Narnia. Nicht korrekt. Irland. Nicht korrekt. Ja, und damit die mit Maxi Golden zu Spatze. Schön's dir. Hey, das kann man noch mit mehr Liebe überreichen. Du warst auf jeden Fall Corona. Anfang an. Am besten drauf heute. Hast du das souverän gemacht? Ja, Maxi, du hast dich von hinten rangepirscht, du hast verdient gewonnen. Ich gönne es dir, weil du am Anfang schon so große Fresse gehabt hast. Ja, den trinke ich auf den Weltfrieden. Ah. Oh, das ist ein Riesenapplaus für unseren heutigen Stargast. Casey Rebel! Jo! Und natürlich unsere Waldgärtnerin und Gewinnerin heute, Maxi! Hier oben gibt's von Reporter eine tolle Doku. Fetisch-Selbstversuch. Cash für getragene Unterwäsche. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder Weg. Das Quiz mit Fisch. Tschö!